Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie mit Freude, ja mit Begeisterung zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt im Januar des Jahres 2024, aber selbstverständlich, wie alle unsere Interviewformate, hat das über den Tag hinaus Bestand, denn wir befassen uns auch mit grundsätzlichen Themen. Und ich möchte auch einem Wunsch entsprechen, der immer wieder an mich herangetragen wird aus Österreich. Ich möge mich doch etwas auch intensiver mit Österreich beschäftigen und ich bitte hier schon mal um Verzeihung, dass das Problemfeld Deutschland im Moment den Journalisten etwas stärker gelegentlich beschäftigt aus der Schweiz. Da ist Österreich manchmal einfach aufgrund seiner Gelassenheit und seiner alpinen, ja, zurückhaltenden, auch etwas bodenständigen Art nicht so sehr im Fokus, was natürlich nicht heißt, dass wir uns nicht inbrünstig für Österreich interessieren. Ich freue mich sehr, heute als Gesprächspartner hier bei Weltwoche Daily ein bekannter Mann, man kann sagen, ein Fernsehpirat aus Österreich, Ferdinand Wegscheider. Ganz herzlich willkommen. Ich will nur kurz, ganz kurz hier sagen, mit wem wir es zu tun haben. Ferdinand Wegscheider ist der Intendant bei Servus TV. Servus TV ist der größte Privatsender Österreichs. Ich habe die Ehre, dort eine Sendung zu moderieren, den Pragmatikus jeweils am ersten Freitag bzw. am ersten Wochenende des Monats, am ersten Sonntag des Wochenendes des Monats wird das ausgestrahlt. Und Ferdinand Wegscheider ist sozusagen der Spiritus Rector. Er hat Salzburg TV gegründet, eben als Fernsehpirat, der wird uns dann erzählen, und ist jetzt der Intendant von Servus TV und für viele sozusagen ein Lichtblick auch des freien Denkens und freien Diskutierens in einer Talkshow-Welt, in der zusehends, ja, sich etwas das Meinungsspektrum vereinseitigt hat. Herr Wegscheider, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu dieser Weltpremiere hier bei Weltwoche Daily. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Ein herzliches Servus in die Schweiz hier aus dem sonnigen Salzburg. Ja, also bei Ihnen ist sozusagen der Sonnenstand noch etwas intensiver als hier am Zürichsee. Sie sind ja auch ein regelmäßiger Publizist bzw. Mann vor der Kamera. Und zwar machen Sie diese Kultsendung Wegscheider. Der Name ist gleichsam Programm. Können Sie kurz erläutern, was das für ein Format ist, für all die, die es noch nicht gesehen haben, was Sie da machen und was gerade aktuell das Thema ist, das Sie beschäftigt? Ja, es ist durchaus nicht ganz ernst gemeinte satirische Wochensendung, ein satirischer Wochenkommentar, der so das Zeitgeschehen jede Woche beobachtet, und ich kommentiere es aus meiner Sicht. Habe mit diesem Format schon um die Jahrtausendwende herum bei unserem damaligen Lokalsender oder Regionalsender Salzburg TV begonnen. Zunächst anlassbezogen, und die Sendung hat so viel positiven Widerhall gefunden, dass sie dann bei Salzburg TV sehr schnell regelmäßig wurde, damals am Freitag, und mittlerweile ist sie halt jeweils am Samstag und Wiederholung am Sonntag bei Servus TV und natürlich im Internet, wann immer man will, anzuschauen. Und aktuell, was beschäftigt Sie? Was war der letzte Wegscheider? An diesem Wochenende jetzt habe ich mich sehr stark eben eher mit den Geschehnissen zunächst in Deutschland befasst, mit diesen großen Demonstrationen gegen rechts, wie sie offiziell heißen, die ganz offensichtlich ausgelöst wurden durch dieses private Treffen, das dann von diesem Medium oder Scheinmedium Korrektiv und anderen Mainstream-Medien gleich völlig abstruserweise mit dem Wannsee-Treffen zur Nazi-Zeit verglichen wurde. Aber man hat das als Anlass genommen, offensichtlich, um
Die Ampelregierung in Deutschland, so hat meine Betrachtungsweise, die zuletzt durch die Bauern- und Bürgerproteste immer mehr unter Druck geraten ist, da einen Entlastungsangriff zu starten. Man hat den Leuten vorgegaukelt, dass da mehr oder weniger durch ein Treffen, so hieß es offiziell zunächst, der rechtsextremen AfD mit einem österreichischen Rechtsextremen dabei seien groß angelegte Deportationen diskutiert und geplant worden und staatsfeindliche Aktionen. So wie es bisher ausschaut, nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, war das also keine Aufdeckung von Korrektiv, sondern war es eine Abhöraktion sogar des deutschen Verfassungsschutzes, der dann die Informationen oder Tonbänder an dieses Scheinmedium korrektiv übermittelt hat. Und damit hat man dann also den Leuten das vorgegaukelt. Und in Deutschland sind ja wirklich Hunderttausende dann diesem Aufruf gefolgt, die geglaubt haben, also sie müssen jetzt die Demokratie verteidigen und Deutschland gegen eine drohende Diktatur verteidigen. Damit habe ich mich primär befasst in diesem Kommentar. Sie sind ja schon lange im Geschäft, Herr Wegscheider. Wie beurteilen Sie eigentlich die Stimmung momentan jetzt von außen betrachtet in Deutschland? Diese Aufgeregtheit, diese Auseinandersetzungen, diese auch zum Teil ja, erbitterten Debatten und auch Anfeindungen, die man beobachtet. Ist das etwas Neues? Was ist los in Deutschland Ihrer Meinung nach? Ja, das ist eine Entwicklung, die man seit einiger Zeit verfolgen und beobachten kann, die sich verstärkt. Ich habe zu einer Zeit studieren dürfen, als an den Unis mehr oder weniger eins der Privilegien eines Studenten war, dass es da eine absolut aktive, positive Auseinandersetzung über auch eben politische Themen gegeben hat. Man hat sich ausgetauscht und hat, auch wenn man völlig anderer Meinung war, war dieser Dialog, diese Debatte war etwas ganz Wichtiges. Und man muss leider verfolgen, dass eben selbst an den Universitäten, die früher ein Hort der Diskussion und Debatte waren, jetzt das Ausgrenzen, das mit dir rede ich gar nicht, immer mehr überhand nehmen. Und offensichtlich ist die Linke mehr und mehr dazu übergegangen, wann immer es um Diskussion geht und vor allem um Diskussionen, wo möglicherweise man von linker Seite in Argumentationsnotstand gerät, ist es ja viel einfacher, dem Gegenüber zu attestieren, du bist rechtsextrem, du bist der Nazi, was ja sowieso völlig grotesk ist, dass man jeden gleich als Nazi abstempelt. Und damit brauche ich mit dir gar nicht zu diskutieren, denn nur wir sind die Guten. Was ist der Grund für diese Vereinseitigung? Woher kommt das? Ich glaube, das hat mehrere Ursachen. Ich glaube schon sehr stark, wenn wir uns zurückerinnern, Ende der 60er Jahre, da war ja das für uns hip und krass und modern, dass man demonstriert hat für die gute Sache, nämlich bei uns in Österreich war das so, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz wahrscheinlich ähnlich war, waren so die wilden 60er so ein bisschen verzögert in die 70er hinein. Deswegen habe ich es dann zu meiner Mittelschulzeit auch noch mitbekommen. Und da war fast jeder dabei, so nach dem Motto, wenn man mit 18 nicht links ist, dann hat man kein Herz. Wenn man halt mit auch 28 immer noch links ist, hat man kein Hirn, hat es bei uns geheißen. Aber es war damals halt hip und damals hat diese Führungspersönlichkeiten, vor allem auch der Berliner Szene, ja damals ausgerufen gehabt von Seiten der Linken, diesen Marsch durch die Institutionen. Und das hat man zwar zur Kenntnis genommen, das hat Bücher darüber gegeben, aber ich glaube, dass der breite Teil der Bevölkerung hat das nicht wirklich für ernst genommen und übersehen. Vor allem die bürgerlich-konservativ-rechte Seite hat das völlig übersehen, dass dieser Marsch durch die Institutionen im gesamten Bildungsbereich, an den Schulen, an den Gymnasien, an den Universitäten, Kunst- und Kulturszene natürlich sowieso, völlig, ja, ohne groß hinzuschauen, der ist aber gelungen. Und deswegen haben wir jetzt die Situation, dass schon aus den Unis die Studenten zu einem sehr großen Teil,
ja, fast gehirngewaschen, also parteipolitisch oder ideologisch gehirngewaschen herauskommen. Das Aber hat es ist das ja ja auch. interessant. Es ist ja interessant. Also wenn ich mich an meine Studienzeit zurückerinnere, damals hatten die Linke noch so etwas wie das anarchische Humor- und Dadaismus-Konzept. Also da war das Ganze noch in eine gewisse Leichtigkeit, vielleicht romantisiere ich das, eingebettet. Heute hat man das Gefühl, dass die Auseinandersetzungen schon etwas ja, strenger geführt werden, sozusagen. Die Luft wird dünner. Der Schriftsteller Michel Houellebecq hat einmal in einem Interview gesagt, mit Blick auf Frankreich, ja, es sei einfach so, die seit Jahren kulturell und publizistisch tonangebende Linke, die sei derart in die Defensive gedrängt, dass sie da nur noch wie ein fauchender Tiger mit einer Fleischwunde am Bein sozusagen die Krallen ausfahre. Ist das ein linkes Phänomen oder vielleicht anders formuliert, Herr Wegscheider, kann man sagen, sind die Linken eigentlich intoleranter als die bösen Rechten? Ja, mittlerweile jedenfalls. Also ich erlebe das Tag für Tag, diese Intoleranz. Also die dauernd auch auf den Straßen, auf Transparenten etc. Toleranz einfordern, sind am wenigsten tolerant, sondern sind die intolerantesten. Bei allen Themen, das merkt man bei der Klimadiskussion, das merkt man beim Thema Massenmigration, das hat man sehr stark gemerkt, da hat sich dann links und rechts völlig verschoben in den Corona-Jahren, wo plötzlich Linke gegen jede Kritik aufgetreten sind und Millionäre und Milliardäre verteidigt haben gegen Kritik, die Regierung verteidigt haben und auch alle, die irgendwie kritisch waren, wurden dann eigentlich sehr schnell als rechts und rechtsextrem punktiert. Also Demonstranten gegen überschießende Corona-Maßnahmen, gegen Einschränkungen der Menschenrechte wurden groteskerweise als rechtsextrem abgestempelt. Und interessant ist ja, dass eigentlich nach dem Ende der Pandemie, als man geglaubt hat, jetzt können dann die Fenster wieder geöffnet werden? Ist das mehr oder weniger im gleichen, ja, manchmal etwas Stechschritt weitergegangen? Also diese ja, spürbare, nicht allzu diskussionsfreundliche Atmosphäre ist dann irgendwie geblieben, habe ich den Eindruck. Ist das in Österreich, nehmen Sie das in Österreich doch weniger beklemmend wahr, als wenn Sie da etwas über die Landesgrenze Richtung Deutschland schauen. Ist bei Ihnen die Situation doch noch liberaler, wenn man so will, in Österreich, wo man ohnehin den Eindruck hat, alle nehmen es ein bisschen gelassener, nicht so verbissen zum Teil wie da die Freunde in der Bundesrepublik? Das könnte man als positives Momentum so sehen, dass in Österreich da die Uhren ein wenig langsamer ticken, dass in Österreich so der Einfluss des mediterranen Raums oder des Balkans, vor allem in Ostösterreich, in dem Fall durchaus positiv wirkt und man manche Dinge nicht ganz so streng und straight sieht wie die deutschen Nachbarn. Aber teilweise kommen inhaltlich schon ähnlich verrückte und durchaus bestürzende Ansagen von der linken Seite. Schwapp, das in dem Sinne rüber. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir auf die österreichische Situation, das ist ja der eigentliche Grund, dass Sie uns etwas erzählen sollen über Österreich, wie Sie da auch die politische, die mediale Lage einschätzen. Und vielleicht noch ganz kurz zu Ihnen. Ja, eben, Sie sind ein Medienpirat, ein Rebell. Sie sind aus dem ORF gekommen, haben dort eine Laufbahn hingelegt. Sie sind promovierter Jurist. Dann haben Sie sich irgendwann selbstständig gemacht und einen eigenen Fernsehsender gegründet, übernommen. Was war Ihr Motiv, sich selbstständig zu machen, abgesehen natürlich von den finanziellen Motiven. Aber gibt es da sozusagen ein idealistisches oder ein journalistisches Motiv, das vielleicht auch heute bei Servus TV für Sie als Intendant eine wichtige Rolle spielt? Ja, für mich war eine Triebfeder, im Journalismus tätig zu sein, immer schon dieser Freiheits- und Unabhängigkeitsgedanke. Und da kann man natürlich im Journalismus
glaube ich, ganz gut arbeiten und was bewegen, wobei ich nicht zu jenen Kollegen gehöre, die glauben, ich kann die Welt verändern, man kann nicht vielleicht manchmal ein bisschen einen kleinen Teil dazu beitragen. Aber es passt halt einfach in diese Arbeit hinein, also gegen Missbrauch von Macht und Ungerechtigkeiten etc. halt zu berichten. Und das war in den 80er Jahren, als ich beim ORF war, noch durchaus gegeben. Und das war dann auch durchaus eine Triebfeder, auch eben mit dem Privatfernsehen anfangen. Da wird es in sich ja dann schon lustig, weil in Österreich ja das Monopol des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bis zu 20 Jahre länger gedauert hat als in den Nachbarstaaten. Bei uns gab es eben in den 90er Jahren immer noch kein Privatfernsehen und kein freies Fernsehen. Das war auch eine starke Triebfeder. Wirtschaftlich waren die Aussichten schon nicht so gut und war es zunächst eigentlich gar keine Triebfeder, sondern einfach dieses Gefühl ganz drinnen, es ist das gute Recht auch verankert im Artikel 10 der Menschenrechtskonvention, dass es Meinungsfreiheit gibt und auch Medienfreiheit gibt. Das hat uns sehr stark angetrieben, denn es war dann durchaus eine lange Durststrecke, bis Fernsehen in Österreich wirklich frei wurde. Sind Sie ein journalistischer Provokateur? Haben Sie diese Leidenschaft, dieses Temperament, wo Sie sagen, als Journalist muss man eigentlich immer den Mächtigen widersprechen und das, was alle glauben, das muss man in Frage stellen? Oder wie ticken Sie als Journalist, als Intendant? Also nicht aus Prinzip, man muss immer. Also dieses Reflexartige ist so gar nicht meins. Wenn es eine Ungerechtigkeit gibt, ja. Es hat sich dann im Laufe der Jahre halt so entwickelt. Ich habe den Wochenkommentar ursprünglich bei Salzburg TV eher noch durchaus ernster genommen. Und habe aber dann, so wie die ganze Senderlinie bei Salzburg TV war, zum einen gemerkt, dass wo immer man mit Humor berichtet hat, dass das sehr gut ankommt und das entspricht auch sehr meinem Naturell. Und dann bei Servus TV hat sich deswegen eben dieser Wochenkommentar, dieser politische Kommentar zu einem satirischen Kommentar entwickelt. Zum einen, weil ich glaube, man soll und darf sich selber nicht immer zu ernst nehmen. Und zu todernst berichten, weil ich glaube, dass Humor einfach das Leben sehr versüßt. Und weil es auch ein guter Ansatz ist, der mir manchmal hilft, mit diesen Wahnsinnigkeiten der aktuellen Zeit fertig zu werden. Ja, frei nach dem Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt, der Wirklichkeit ist nur noch mit der Komödie beizukommen. Noch eine kurze Anschlussfrage im Zusammenhang mit Ihrer publizistischen Tätigkeit. Sie sind ja dann sozusagen wieder aktiviert worden von Dietrich Mateschitz, diesem legendären österreichischen Unternehmer, der leider vor noch nicht allzu langer Zeit verstorben ist. Er hat Sie ja dann eigentlich wieder zurückgeholt bei Servus TV. Und können Sie vielleicht dazu noch etwas sagen, wofür steht Servus TV heute in der deutschsprachigen internationalen Medienlandschaft? Was ist für Sie das Wichtigste, was Sie Ihrem Sender sozusagen aufprägen wollen? Wofür steht Servus TV? Also, wir wollen natürlich ein Vollprogramm den Menschen anbieten, das aber im Sinne von Dietrich Mateschitz auf zwei starken Säulen steht. Und die eine Säule ist ein Wertegerüst, dass Dietrich Mateschitz einfach gesagt hat, ich möchte, dass diese Werte, die so in Filmbereichen und vor allem im Mainstream so verloren gehen, dass die bewahrt werden, weiterentwickelt werden, etc. Und zum anderen der unerschütterliche hohe Qualitätsanspruch des Dietrich Mateschitz, der für einen Privatsender eher untypisch ist. Wir sind ja auch einer der wenigen, vielleicht sogar weltweit der einzige Privatsender, der halt
Opern auch mal überträgt und oder so Inhalte, die er Privatsender sonst nicht macht, weil eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen dafür ja Gebühren kassieren, weil das ja keine Programme sind, die, mit denen man Quote macht. Und daraus hat sich halt in den vergangenen Jahren so ein Untermotto wie so Quote mit Qualität entwickelt. Aber auffällig ist natürlich auch, dass sie im Bereich der Talkshows, das hört man von vielen auch Zuschauern, auch wenn man die Kommentare liest zu den Sendungen. Ich spreche jetzt nicht von jener, die ich da moderieren darf, aber wenn Sie andere Talkformate nehmen, etwa Talk im Hangar mit dem Michael Fleischhacker, dann wird doch attestiert, dass man sagt, bei Servus TV haben Sie, da haben Sie einfach nicht die engen Unterhosen an. Da wird noch freier diskutiert. Das scheint mir schon auch ein ganz wichtiger Akzent zu sein von Ihnen. Ja, also wir versuchen gerade beim Talk eben wirklich diesen Grundsatz Audiatur et altera pars immer auch den anderen zu hören, wahrzunehmen. Das war sehr augenscheinlich, nicht zuletzt in den Corona-Jahren. Also wenn man in Österreich sich die Talksendungen des Öffentlich-Rechtlichen angeschaut hat, das war ja teilweise schon peinlich, dass da 4 oder 5 Diskutanten saßen, die alle derselben Meinung waren. Und die Tatsache, dass wir immer Vertreter beider Seiten oder Richtungen eingeladen haben, wurde vom ORF und von Mainstream-Kollegen mehr oder weniger, wir waren der Verschwörungs- und Schwurbelsender, obwohl bei uns so offen und mit so vielen Seiten diskutiert wurde wie bei keinem anderen Sender. Aber sei es drum. Blicken wir auf Österreich. Vielleicht von Ihnen eine ganz kurze Standortbestimmung der Politik. Was ist los in Österreich, in Deutschland eben etwas der Ausnahmezustand. Man merkt, die Ampel, die Regierung, da schwimmen etwas die Fälle davon. Es gibt große Kundgebungen, Unzufriedenheit, Gegenunzufriedenheit. Alle scheinen sich da irgendwo hinter einem Feldzeichen und ein paar Feindbildern zu verschanzen. Wie ist so die Stimmung in Österreich? Was läuft da politisch? Was beschäftigt? Was irritiert? Was freut? Was irritiert und also ich glaube, dass die Zustimmung zu einer aktuellen Regierung selten so niedrig war und die Stimmung so schlecht war wie bei der derzeitigen türkis-grünen oder schwarz-grünen Regierung. In Österreich haben wir eine Regierungskoalition aus ÖVP und Grünen. Und dieser PR-Satz, als diese Regierung sich gebildet hat, damals noch vom damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, das Beste aus zwei Welten, ist eigentlich katastrophal schiefgegangen. Man merkt, dass die Warum? beiden Warum? Was ist das größte Problem dieser Regierung, Ihrer Meinung nach? dass die Grünen, so wie in Deutschland, ich habe in der Schweiz nicht ganz den Einblick, aber es wird wahrscheinlich nicht viel anders sein, dass die Grünen mehr und mehr von einer politischen Bewegung aus den 80er Jahren, die vielen aus dem Herzen gesprochen hat, in den vergangenen Jahren mehr und mehr zu einer fast Religionsbewegung oder Sekte geworden sind, die wirklich, ich sage bewusst, Religionsbewegung wie eher eine Glaubensgemeinschaft ihre Politik, ihre Strategie verfolgt und zwar durchaus eben sehr intolerant verfolgt. Als ich vor einigen Jahren so in den sozialen Medien der Unmut über Grüne, auch mit der Bezeichnung Ökofaschisten, aufgetaucht ist, bin ich am Anfang zusammengezuckt, weil ich dachte, das ist ja überzogen. Aber mittlerweile bestätigen das die Grünen durchaus. Also wenn man sich vorstellt, dass die grüne Umwelt- und Infrastrukturministerin etwa gerade vor wenigen Tagen einen erklärten Gegner des Automobils, des Autoverkehrs, der auch in Wien gegen einen wichtigen Entlastungsstraßentunnel demonstriert und protestiert hat. Also einen erklärten Autogegner jetzt zum Finanzvorstand der Autobahngesellschaft Asfinag bestellt hat.
dann merkt man, was da los ist. Abgesehen davon, dass die Grünen jetzt natürlich auch so wie alle sogenannten Altparteien, die sie immer kritisieren, im Moment versuchen, ihre Sympathisanten und Parteifreunde überall noch unterzubringen und zu besetzen, weil sie natürlich vermuten und befürchten, dass sie bei der kommenden Wahl im Herbst oder vielleicht zum Frühsommer mit Sicherheit aus der Regierung fliegen. Also die Halbwertszeit dieser Regierung aus Ihrer Sicht, wenn ich das richtig rauslese, nicht mehr wahnsinnig lang. Welche Rolle spielt das Thema Migration in Deutschland, Entschuldigung, in Österreich? Das ist ja sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz, wie in vielleicht in allen Ländern Europas, auch in den Vereinigten Staaten, das ganz große Thema. Ich nehme an, das ist bei Ihnen auch so. Das ist ganz genauso und auch wieder ein Beispiel dafür, dass da zwei Parteien in einer Regierung sitzen, die 180 Grad andere Ziele haben. Die ÖVP ist unter Sebastian Kurz, hat nach den Jahren mit Werner Faibern und der Großen Koalition einen viel, viel restriktiveren Migrationskurs gefahren. Was mit der FPÖ natürlich auch passender und einfacher war. Die Grünen sind viele Jahre lang jetzt ein bisschen zurückgehalten, aber auch nicht wirklich nach wie vor so eine Türen-auf-Politik und wollen eigentlich alles unverändert lassen, was die Migrationspolitik betrifft, berufen sich nach wie vor auf Flüchtlings- und Menschenrechte, die nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht wurden und seither unverändert sind und überhaupt nicht mehr an die aktuelle Situation angepasst sind. Ein Migrant, ein Flüchtling hat natürlich über weite Strecken völlig andere Motive auszuwandern, als das direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war. Damals war man genau vom Zweiten Weltkrieg geprägt und da sind sie aber rigide wollen keinen Jota diskutieren, dass man diese wichtigen Gesetze, Menschenrechtsgesetze, halt adaptiert auf die heutige Lage. Und auch daran sieht man, dass in der österreichischen Regierung eben diese Parteien völlig auseinander sind, aber halt durch diese Koalition aneinander gekettet sind, weil beide wissen, beide derzeit Umfragewerte haben, die vermuten lassen, dass die Grünen jedenfalls aus der Regierung fliegen und die ÖVP aber auch jedenfalls herbe Verluste hinnehmen wird, liegt derzeit laut Umfragen nur noch an dritter Stelle. Aha. Wie beurteilen Sie den Kanzler, den Karl Nehammer, der ja auch etwas nach diesen Turbulenzen und dem Crash, wenn man so will, der Kurzregierung, vor allem des Kanzlers, dann irgendwie indirekt und auf Umwegen ins Amt gekommen ist? Wie sehen Sie diesen Kanzler? Der Karl Nehammer ist war Parteifunktionär und war ÖVP-Generalsekretär und war dann auch noch Innenminister. Und da ist er jetzt nicht wesentlich noch ins Positive oder Negative groß aufgefallen. Ich glaube, dass ihm die Schuhe des Bundeskanzlers einfach ein paar Nummern zu groß sind. Er schafft es nicht, die breite Bevölkerung und auch die breite bürgerliche Seherschaft wirklich zu überzeugen. Er hat jetzt gerade in seiner Rede zur Lage der Nation so eine Art Auftaktwahlrede gehalten, wo er inhaltlich sich wieder sehr weit auf der rechten bürgerlichen Seite positioniert, in vielen Dingen Wahlversprechen macht, die ganz ähnlich der Politik der von ihm so kritisierten FPÖ liegen, wo man jetzt prinzipiell als ÖVP-Wähler oder ÖVP-Sympathisant sagen kann, ja, das unterschreibe ich alles wie ein Parteiprogramm. Die Frage ist nur, warum regiert er dann seit mehreren Jahren mit den Grünen, die, wie gesagt, 180 Grad in die andere Richtung unterwegs sind und will einvernehmlich mit dem grünen Regierungspartner diese Regierung auch wirklich bis zum letzten Atemzug, unter Anführungszeichen, bis zum letztmöglichen Termin im Herbst erst wählen lassen. Gibt es in Österreich Brandmauern? Das ist ja das Thema auch in Deutschland, wo sich die CDU, CSU abgrenzen gegenüber der ominösen AfD, die in den Medien ja wahnsinnig verteufelt wird.
Die FPÖ ist ja auch eine Partei, die stark reflexhaft kritisiert wird. Gibt es da diese Brandmauern in Österreich auch oder hat man das nicht installiert? Es ist nicht so ausformuliert wie in Deutschland mit der Brandmauer, aber es hat sich doch durchaus auch nach dem Bruch der türkisblauen Regierung, wo schon sehr viele Scherben zerschlagen wurden, eine Situation herauskristallisiert, dass weite Teile der ÖVP oder sagen wir mal zumindest der ÖVP-Führung sich versuchen, jetzt eben massiv gegen rechts abzugrenzen. Bundeskanzler Nehammer hat erst in der Pressestunde am Sonntag gesagt, dass der FPÖ-Chef Kickl als rechtsextrem zu bezeichnen sei. Also da merkt man, da gehen schon Bruchlinien durch und man versucht also sein Heil schon nach wie vor, ähnlich wie in Deutschland, dass man die Erfolge jetzt einmal, die sich in den Umfragen abzeichnen, dass die FPÖ nach dem Ibiza-Debakel vor einigen Jahren, wo man wirklich massiv verloren hat, jetzt plötzlich die anderen alle überholt hat und bei knapp 30% in den Umfragen liegt. Also definitiv, wenn nichts Großes passiert, als Stimmenstärkste aus dieser Wahl hervorgeht. Da ist die Angst so groß, dass sich alle anderen mehr oder weniger auch wenn dieses Wort Brandmauer nicht so ausgesprochen wird, halt gegen rechtsextrem abgrenzen. Und also das heißt, man steigt eigentlich da nicht direkt in die inhaltliche Auseinandersetzung ein, sondern fast etwas analog zu Deutschland versucht man sich da mit Etiketten und Schreckgespenstern und Vogelscheuchen und so weiter zu behelfen, also mit einem Adjektiv anstatt mit Argumenten. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so zusammenfassen, hängt eben, glaube ich, auch sehr stark davon ab, was wir eingangs des Gesprächs schon kurz angesprochen haben, dass aus den Schulen und Unis die Leute politisch, parteipolitisch, ideologisch schon Gehirn gewaschen. Also man versucht da offensichtlich auch 70, 80 Jahre nach der Nazi-Herrschaft immer noch sich von Schuld frei zu waschen und irgendwas sich gegen was abzugrenzen, das aktuell überhaupt eigentlich kein Thema wäre. Und dadurch gibt es so ein über die Mainstream-Medien, über Heerscharen von PR-Leuten, die mittlerweile in den Unternehmen überall sitzen, auch so ein Grundframing gegen rechts und alles, was nicht politisch korrekt ist und eine völlige Wokeness-Welle. Und dabei übersieht die Politik, dass weite Teile der Bevölkerung völlig anders denken. Und eben da ist es interessant, es in Deutschland zu beobachten, dass diese Keulen da, auch diese Zuschreibungen, die scheinen irgendwie nicht mehr so richtig zu verfangen. Ich habe jetzt gesehen, glaube ich, heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben sie einen Bericht über den nicht abreißenden Zustrom an Mitgliedern für die AfD, die da ungeachtet dieser Enthüllungen und Unterstellungen doch immer mehr ja, Mitglieder sogar anzieht, obwohl man ja vermutlich in Deutschland einige Nachteile in Kauf nehmen muss, wenn man sich da outet für die AfD. Wie ist das in Österreich? Verfängt das noch? Sind diese Polemiken, haben die noch Widerhall in der Bevölkerung? So wie ich das wahrnehme, legt ja die FPÖ auch stark zu mit ihrem Vorsitzenden Herbert Kickl. Ja, da gibt es eben diese Zweiteilung, die ich angedeutet habe. Es kommt de facto immer öfter, was ich für demokratiepolitisch nicht für ideal halte, zu einer Äußerung an der Wahlurne. Also viele, auch FPÖ-Wähler, die in Umfragen oder vor Mikrofon und Kamera gefragt werden, halten sich nach wie vor zurück, weil sie wissen, hey, wenn ich jetzt da Sympathie mit der FPÖ äußere, dann werde ich öffentlich geframed und vorgeführt. Man sieht es ja auch aus aktuellen Umfragen, auch aus Deutschland, dass ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung sich nicht mehr öffentlich die eigene Meinung zu sagen traut. Also ich glaube, da bist du auch überwacht oder registriert oder aus Angst vor Nachteilen. Genau, ja, aus Angst vor diesem Framing. Und natürlich haben da die Corona-Jahre, um sie mal so zu bezeichnen, auch das ihrige dazu beigetragen. Da ging es zwar nicht um links und rechts und Ideologie,
Aber auch da war es so, wenn man nicht die offizielle Regierungslinie, die ja auch von geschätzten 95% der Mainstream-Medien so weiter transportiert wurde und alle Kritiker diffamiert wurden und eben als rechtsextrem bezeichnet wurden, damit hat man schon erreicht, dass die Leute da so ein bisschen in die innere Immigration gingen, zwar im Freundeskreis, am Stammtisch sehr wohl ihre Unzufriedenheit und ihre Meinung äußern, aber wo immer eine Kamera, ein Mikrofon auftaucht, sich zurückhalten und im Zweifelsfall lieber gar nichts sagen. Noch ein Wort zu dem Herbert Kickl. Von außen betrachtet ist er ja nicht, wenn man so will, ein typischer, charismatischer Politiker. Er wirkt ja jetzt wirklich von außen gesehen etwas vielleicht introvertiert, akademisch. In dem Sinn, er war nicht ein, wie früher vielleicht ein Jörg Haider, ein auch charismatischer Menschenfänger gewissermaßen, wie es dann jeweils heißt. Wie schätzen Sie diesen Herbert Kickl ein? Was macht er auf Sie für einen Eindruck? Ich nehme an, Sie kennen ihn auch natürlich als Publizist, als Journalist. Was ist da Ihre Einschätzung? Also zunächst muss man sagen, dass Herbert Kickl für viele schon seit langer Zeit als einer der Köpfe, auch unter Jörg Haider, vielleicht jetzt als der Kopf der FPÖ bezeichnet wird, weil er zweifelsohne eben ein rechtsintellektueller Kopf ist. Everybody's Darling und der charismatische Rattenfänger ist Herbert Kickl vom Typ her nicht. Wie gesagt, das Brain, der Kopf des Ganzen ist er schon seit vielen Jahren. Was Herbert Kickl zweifelsohne auch ist, er ist einer, von dem selbst die größten politischen Feinde nicht erwarten, dass der so schnell mit irgendeinem Skandal auszuheben ist. Also er lebt ein sehr zurückgezogenes Privatleben und man hat auch so den Eindruck, also Skandal wird da keiner kommen, außer Ist mal er der ein findet einen. Asket? Ist der ein sehr asketisch wirkender, Er ist ein asketisch, Bergwanderer? er ist ein Bergsteiger etc. Und wie gesagt, die von Freund und Feind erwartet eigentlich niemand in Österreich, dass das von dieser Seite da jetzt Unbill droht. Wann dann eben eher versucht man ihm beizukommen, indem man ihn eben immer wieder ins rechtsextreme Eck steckt. Ist er für Sie ein Extremist oder ist er das nicht? Also aus meiner Sicht ist er kein Extremist. Ich tue mir traditionell seit jeher, seit ich politisch denke, schwer damit, dass man demokratisch gewählte Parteien ins extreme Eck stellt. Natürlich gab es in Kreisen der FPÖ immer wieder das, was in Österreich so die alten Nazis genannt werden. Also da gab es schon welche, die halt ihre Sympathien für diese dunkle Zeit nicht verhehlt haben. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, vom zeitlichen Abstand zu diesem Nazi-Regime her, ist es so, dass man dann schon überlegen muss, ob nicht da auch irgendwelche Anhänger, weiß nicht, von Napoleon oder Julius Caesar irgendwo mit einem Bann belegt werden müssten, weil die haben irgendwann einmal starkes Unrecht ausgeübt und Leute getötet. Also diese zeitliche Achse erschließt sich mir nicht ganz. Und ich habe so ein bisschen die Beobachtung, das geht ja nicht nur in Deutschland mit der AfD, in Österreich mit der FPÖ. Ganz arg ist es aus unserer Sicht mit Ungarn, mit Orbán, mit Milei, mit all diesen Politikern, die demokratisch Trump. gewählt wurden, leider mit Trump, wo mehr oder weniger so alles links der Mitte, wo man denen sagt, ja, aber Entschuldigung, wie erklärst du dir, dass ein Viktor Orban seit so vielen Jahren in der Politik und auch in der Regierung ist und immer wieder demokratisch gewählt wurde, wo mehr oder weniger unverblümt sagt, ja, dann sind die Ungarn halt offensichtlich zu blöd, weil sie nicht verstehen, dass der Diktator ist und ihn trotzdem wählen. Ja. Das Diese entspricht halt quasi nicht. herablassende, immer Genau. mitschwingende Wählerverachtung. Jetzt hat ja Ihr Bundespräsident, Herr Van der Bellen, hat ja
frappierenderweise in einer öffentlichen Aussage einmal festgestellt, ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe, also er würde jetzt einen FPÖ-Kanzler Herbert Kickl nicht, wie sagen Sie, anloben, er würde ihn angeloben, sozusagen, ja, nicht vereidigen. Wie kommt so etwas in Österreich an, so ein Satz, wo ja ein Bundespräsident sich gleichsam über die Institutionen oder über einen demokratischen Volksentscheid unter Umständen stellt? Ja, das ist eben auch eine dieser Seltsamkeiten, dass sich natürlich die blaue Anhängerschaft darüber empört, ist klar, dass viele Wechselwähler oder Mittewähler da schon ins Grübeln kommen, ist auch ein Faktum, dass aber breite Mehrheiten der Linken dem zustimmen, weil einfach der Zweck offenbar alle Mittel heiligt, das ist das Bedenkliche daran. Es ist auch wieder ein Beweis mehr, dass man von Seiten der Linken offensichtlich immer noch dem Motto geht, Demokratie ist dann gut, wenn unsere Seite gewählt wird. Wenn die andere Seite, also wenn irgendwelche Parteien rechts der Mitte gewählt wird, dann ist es schon nicht mehr so demokratisch. Am besten verbietet man es dann. Eine der ganz großen Figuren der österreichischen Politik, grenzübergreifend bekannt, natürlich berühmt, für viele ein Inspirationsleuchtturm, war der Bruno Kreisky. Der Bruno Kreisky, ein SPÖ-Politiker, ein Sozialdemokrat und ja, beeindruckend, auch mit vielen Bonmots und Zitaten und Einschätzungen unsterblich geworden, ein Charismatiker. Wie ist die Situation heute bei der SPÖ? Das ist ja auch eine staatstragende, vielleicht die staatstragende Partei über viele Jahrzehnte gewesen. Wie beurteilen Sie da den Formstand? Ja, die SPÖ ist in den vergangenen Jahren massiv gebeutelt worden, befindet sich auch seit Jahren im Tiefflug. Was wohl teilweise strukturelle Gründe hat, aber teilweise auch sicherlich in den Führungspersonen der letzten 10, 20 Jahre begründet liegt und hat sich dann im vergangenen Jahr auf einem von Peinlichkeit geprägten Parteitag, wo offensichtlich zunächst falsch abgestimmt wurde und man sich dann auf Excel-Tabellen oder sonst irgendwas berufen hat, jetzt durchaus einen Linksaußenobmann, den Andreas Babler, wo man jetzt das Heil im Links-Links-Kurs sieht, wo viele davon ausgehen und auch ich als politischer Beobachter davon ausgeht, dass der nicht mehrheitsfähig sein wird. Denn die SPÖ ist mittlerweile so lange in Opposition, so viele Jahre schon und war jahrelang eben Regierungspartei, dass eigentlich alles dafür spreche, noch dazu jetzt die wirtschaftliche Situation, dass die anderen überholt. Und davon ist überhaupt keine Gibt es eigentlich in Österreich etwas Vergleichbares zu einer Sarah Wagenknecht, die ja jetzt die deutschen Schlagzeilen beherrscht? Man versucht sie natürlich auch etwas hochzupushen gegen die AfD, wenn man da die Kommentare liest. Die Sarah Wagenknecht, die ja, sagen wir mal, von ihrer Wirtschaftspolitik her ziemlich orthodox links unterwegs ist, aber in Fragen der Migration, auch der Außenpolitik, da sozusagen auch der Rechten vielleicht etwas das Wasser abgraben soll. Gibt es so eine Art Slalomläufer, einen Hoffnungsträger vielleicht, wenn man das so bezeichnen möchte, in Österreich? Oder wen finden Sie eigentlich den interessantesten Politiker da oder die Politikerin auf der linken Seite? Um die erste Frage zu beantworten, nein, eine österreichische Sarah Wagenknecht gibt es derzeit nicht, sehe ich derzeit nicht. Es gibt eigentlich keine, wenn man so will, Hoffnungsträgerpartei jetzt inhaltlich. Es hat sich vor Jahren eher aus dem ÖVP-Lager, haben sich die Neos abgespalten, die aber auch durch einen Obmannwechsel heute mit Sicherheit nicht mehr als ÖVP-nahe oder bürgerlich zu bezeichnen sind, sondern die sind sehr stark nach links abgedriftet. Auf der anderen Seite fahren sie einen totalen Pro-NATO-Kurs. Und also die sind für viele auch nicht mehr die Hoffnungspartei.
Es gibt dann nur zwei so fast groteske Geschichten, dass zunächst auf der lokalpolitischen Ebene in der Stadt Graz haben wir seit der letzten Wahl eine kommunistische Bürgermeisterin. In Salzburg im Landtag ist jetzt auch ein Kommunist und in der Landeshauptstadt hat ein Mandat errungen. Die KPÖ tritt jetzt wieder auch bei den Nationalratswahlen an. Das merkt man auch, das ist so ein Phänomen, dass die jüngeren Wählerinnen und Wähler, die so eigentlich vom Bildungsstand her ja wissen müssten, was sich im vergangenen Jahrhundert, in den letzten Jahren abgespielt hat, denen sagt es überhaupt nichts, was die Kommunisten für Schreckensregime weltweit errichtet hatten und unterm Strich mehr Tote auf dem Gewissen haben als das Naziregime. Es ist nach wie vor hip und klasse, wenn man ein Leiberl oder ein Banner mit Che Guevara trägt. Aber wie gesagt, alles, was rechtsextrem ist, ist ganz, ganz schlimm. Und deswegen denken sie ja nichts dabei, KPÖ zu wählen. Und das zweite Phänomen ist, es gibt in Wien eine sogenannte Bierpartei. Das ist ein studierter Arzt, der in Wien schon lokalpolitisch vertreten ist, der auch zur Bundespräsidentschaft kandidiert hat. Und der hat jetzt auch wieder gesagt, dass er bei den Nationalratswahlen antreten wird. Jetzt ohne, dass man als langjähriger politischer Beobachter sagen könnte, was steht da für Programm dahinter? Das ist zum einen dieser Jux-Name Bierpartei und zum anderen so ein Sammelsurium aus Stehsätzen. Aber es ist tatsächlich so, dass die linke Seite, die SPÖ, die KPÖ, teilweise auch die Neos, die Bierpartei fürchten und einen Erfolg der Bierpartei. Also das ist schon sehr, sehr grotesk, aber eben nicht, weil das so ein österreichischer Fall Wagenknecht wäre, der jetzt inhaltlich punkten könnte oder durch Charisma, durch ein Parteiprogramm, sondern jo, ey, Protest. Es ist schlicht Ja. einfach Protest. Aber auf der linken Seite, sagen wir mal, SPÖ, da sehen Sie jetzt nicht einen neuen Kreisky, der da am Horizont allenfalls Profil und Gestalt annimmt. Nur vielleicht ganz kurz auf diesen Punkt. Na, der Andreas Babler wird in Österreich gibt's natürlich einige Politblogger, einen, den ich sehr schätze, ist Gerald Makel. Der nennt den Andreas Babler immer so den Edmund Sackbauer der Politik. Edmund Sackbauer war so der echte Wiener, der Mundl, der war so, da gab es in den 80er Jahren eine totale Erfolgsserie im österreichischen Fernsehen, die so eine Familie aus dem Wiener Proletenmilieu zum Kult gemacht hat, der halt so richtig, richtig derb und schert sich durch diese Sendungen gekämpft hat. Also Edmund Sackbauer, der Politik sagt eh alles. Der versucht hat mit derben und links-linken Parolen, ständiger Forderung nach Umverteilung, mehr Steuern, Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern etc. Zu punkten, mit sehr mäßigem Erfolg. Blicken wir noch etwas über die europäische Landkarte, die Europäische Union und Europa. Die Stimmung ist ja eher gedrückt im Moment. Die Wirtschaftsindikatoren, vor allem auch in Deutschland, zeigen nach unten. Wir haben da einen ungelösten Krieg in der Ukraine, der zusehends weniger Leute zu interessieren scheint, weil man jetzt plötzlich im Nahen Osten wieder sich da mit einer Krise zu befassen hat, der ganze Klimathematik, da der ja, befürchtete Weltuntergang ist auch etwas aus dem Horizont getreten. Es ist viel Unsicherheit, viel Unzufriedenheit zu spüren. Wir haben das eingangs angesprochen. Wie sehen Sie eigentlich Europa? Sind Sie zuversichtlich für Europa oder sind Sie pessimistisch? Ich bin pessimistisch, kann ich nicht sein, als unverbesserlicher Optimist. Ich glaube immer an das Gute oder dass sich das in den stetigen Wellenbewegungen immer wieder alles zum Guten wendet. Aber sehr viel Anlass zum Optimismus gibt es in Europa derzeit nicht. Ich glaube, dass wir weltpolitisch uns leider nach wie vor eher ins Out bewegen, sowohl wirtschaftlich wie auch geopolitisch. Ich glaube, völlig, völlig hörige, versklavte Unterwerfung in dieses NATO-Konstrukt, in diese Atlantikbrücke, tut Europa nicht gut.
wirtschaftlich, teilweise auch von der Forschung her, von uns die BRICS-Staaten, China etc. um die Ohren. Also da sind wir leider im Moment nicht gut unterwegs. Österreich ist ja bekannt für die Neutralität. Und Sie haben ja in Ihrer Verfassung die Neutralität nach Schweizer Vorbild als Orientierungspunkt übernommen. Wie steht es um die Neutralität? Wie stark ist sie unter Druck in Österreich? Auch hier ist es wieder so, dass sie die Neutralität in der Bevölkerung nach wie vor sehr stark verankert wäre. Laut Umfragen plus minus 80%, das ist doch ein starkes Bekenntnis, dass aber gerade angesichts des Russland-Ukraine-Konflikts die derzeitige Regierung, aber nicht nur die, sondern mit Ausnahme der FPÖ, alle anderen Parlamentsparteien in Österreich versuchen, die Neutralität nach und nach aufzuweichen. Einige sagen ganz offen, wir sollten in die NATO gehen, also die Neutralität aufgeben. Auch die Mainstream-Medien unterstützen das sehr, zu einem sehr großen Teil. Eine Entwicklung, die ich durchaus mit Sorge sehe, denn ich glaube, dass wir mit der Neutralität extrem gut gefahren sind. Auch, wie gesagt, das sieht auch ein ganz großer Teil der Bevölkerung so. Was mich als Österreicher, wenn ich mir das erlauben darf, durchaus Sorge bereitet hat oder mich überrascht hat, ist, dass eben dieses Vorbild in Sachen Neutralität, die Schweiz, in Sachen Ukraine-Sanktionen ja auch sehr schnell eine Kehrtwendung vollzogen hat und sich eigentlich nicht neutral verhalten hat. Was für die Schweiz in diesem Fall noch leichter gewesen wäre, weil es ja nicht bei der EU ist. Und ist das Schweizer jetzt nicht so gute Vorbild in diesem Zusammenhang? Ist das in der innenpolitischen Debatte in Österreich auch registriert worden? Also haben zum Beispiel Politiker gesagt, übrigens auch Joe Biden in seiner, der amerikanische Präsident in einer State of the Union hat er gesagt, even Switzerland, sogar die Schweiz habe hier ihre Position geräumt. Ist das in Österreich auch in der Ja. innenpolitischen Diskussion verwendet worden? Das wurde durchaus auch ins Treff geführt, ja. Sogar die Schweiz. Sogar die Schweiz. Damit Interessant. hat man versucht, es so zu rechtfertigen, ja. Ja, genau. Zweit, da sehen Sie also wichtig auch in der Schweiz. Wir glauben ja manchmal nicht so, dass das überhaupt wahrgenommen wird, was wir machen, aber das ist ein interessantes Gegenbeispiel. Zweitletzte Frage. Wir haben in der Diskussion, wenn man so in Deutschland schaut, aber auch Frankreich, ich glaube, in Italien hat man das so wahrnehmen können, natürlich in Österreich, aber jetzt auch ganz verschärft in den USA hat man die Diskussion, also wenn diese Trumps, diese sogenannten Populisten kommen, diese Kickels und Orbans und Melonis und Le Pens und wie sie alle heißen und AfDs, dann ist die Demokratie in Gefahr. Das ist wie zu einer stehenden Wendung geworden, wenn man etwas durch die Medien blättert. Meine Frage an Sie als Jurist, als langjähriger, auch publizistischer Beobachter und geschichtsbewanderter Mensch, ist eigentlich die Demokratie im Westen in Gefahr? Machen Sie sich da Sorgen? Also ich mache mir keine großen Sorgen. Ich glaube, dass hat die Geschichte, die jüngere und mittlere Geschichte gezeigt. Natürlich, die Demokratie ist noch so ein junges Instrument, um es mal so zu nennen, oder System, dass man immer sorgsam sein muss und vorsichtig sein muss. In Gefahr sehe ich die Demokratie nicht. Es ist eben grotesk, dass die langjährigen Vertreter der demokratischen Grundregeln des demokratischen Systems, die sich so jahrelang auf ihre Fahnen geheftet haben, in den vergangenen Jahren zunehmend demokratiegefährdend gehandelt haben. Gerade auch in der Corona-Zeit, wo plötzlich demokratische Grundregeln, oder Grundrechte plötzlich über Bord geworfen wurden. Da war es nicht mehr weit her mit der Demokratie. Und was sie jetzt in verschiedenen Staaten, sehr stark in Deutschland, mit dieser Klimareligion abspielt, das ist ja alles andere als demokratisch.
Das ist mehr und mehr faschistisch, hat man den Eindruck. Und da sind es aber in den vergangenen Jahren bei Weitem nicht die Rechten, die da rigid und faschistisch vorgehen. Und Was ist das intolerant sind die Faschistische für Linken. Sie hier vielleicht? Weil da denken jetzt vielleicht manche, ja, beim Himmels Willen, aber die Grünen, das sind ja die Baumumarmer. Gut, jetzt in letzter Zeit hat man da auch etwas vielleicht militaristische Züge sehen können. Wo ist für Sie da genau das Faschistische? Was verstehen Sie unter diesem Adjektiv? Also Baumumarmer war ja schön und gut. Baumumarmer schaden ja niemanden, nicht? Aber in den vergangenen Jahren, wenn man sich nur vorstellt, dass selbst im Wahlkampf die deutschen Grünen noch gesagt haben, sie sind nur für Frieden, sie sind jahrelang nur für Frieden gestanden und sind jetzt die ärgsten Kriegstreiber. Noch viel ärger finde ich es eben bei diesen Positionen der Klimareligion, dass den Leuten jetzt vorgeschrieben wird bei Strafe, dass sie ihre Heizungen austauschen müssen, die Häuser austauschen müssen, vielleicht gar nicht mehr in einem Eigentumsheim wohnen dürfen und kein Also Auto mehr haben dürfen. diese maximale Bevormundung sozusagen bis in intimste Ganz Lebensbereiche genau, hinein, ganz quasi genau. fast schon in den eigenen Kühlschrank hinein, So was ist man es, dann noch essen darf ja. oder eben nicht. Letzter Punkt, vielleicht auch, dass wir am Schluss auf einer optimistischen Note ausklingen können. Was ist für Sie am Anfang des Jahres 2024 der Lichtblick? Was ist sozusagen das Wetterleuchten am Horizont, der Hoffnungsschimmer? Ja, am ehesten vielleicht eben doch das, was eben die Linke so stört, dass sich in Europa und nicht nur in Europa trotz allem in der Öffentlichkeit kuschen, doch mehr und mehr zeigt, dass sich Mehrheiten bilden, die einfach genug haben von dieser Bevormundung, von diesem immer mehr Staat, von diesen faschistischen Ansätzen bis ins Privateste hinein reguliert zu werden. Über Einschränkung der Meinungsfreiheit rede ich gar nicht. Und dass sich das doch mehr und mehr abzeichnet, dass in immer mehr Ländern offensichtlich sich Mehrheiten finden, die sagen, Schluss aus, es reicht uns jetzt. Es wäre wieder Zeit für mehr Freiheit. Herr Wegscheider, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und die ausführliche Nachhilfe, vor allem für mich, was die innenpolitische Situation in Österreich angeht. Alles Gute nach Salzburg für Sie und Ihren Sender Servus TV. Ich sage jetzt auf Wiederluege. Ein herzliches Servus in die Schweiz.